Ja, hallo, hier Stefan Jahn. Erst einmal ein herzliches Grüß Gott, vor allen Dingen an meinem Gast heute, nämlich den Herrn Rainer Forster, mit dem ich ein Interview führen werde. Dem einen oder anderen wird der Herr Rainer Forster ja natürlich noch bekannt sein als Sekretär des katholischen Arbeitnehmerbundes, in dessen Funktion er ja sehr, sehr viele Vorträge in Freising und nicht nur in Freising, auch in Erding gehalten hat, bis halt eben irgendwann damit Schluss war. Wie es dazu gekommen ist, darüber werden wir heute reden. Genauso darüber, dass er ja ursprünglich für die ÖDP in den Kreistag gewählt worden ist, in den Kreistag von Erding, wobei auch dieses Engagement ein jähes Ende gefunden hat. Ja, erste Frage. Was haben Sie denn so beim KAB gemacht? Ja, hallo. Ja, für der KAB war ich Diözesansekretär für die Region Nord bis Bistum München-Freisings. Also das umfasst 7 Landkreise. Ich habe hier katholische Bildungsarbeit gemacht. Habe mich hier größtenteils oder eigentlich ausschließlich an den Beschlüssen der KAB abgearbeitet und das war politisch so nicht gewollt. Die KAB steht politisch eher links und die Diözesanspitze, damals unter der Leitung vom Altoberbürgermeister von Freising, Dieter Thalhammer, eher konservativ bis eigentlich schon fast unpolitisch, könnte man sagen, wollten natürlich nicht, dass hier Politik über die KAB Politik gemacht wird, die jetzt hat zum Beispiel dem Freisinger Heimatabgeordneten und Schwiegersohn, dem Florian Herrmann, in gewisser Weise jetzt politisch nicht hilft, sondern eher schaden würde oder schadet. Und konkret ging es ja um was für Themen, also beispielsweise Banken, Bargeld oder dergleichen. Ja gut, also zu Beginn ging es um die Kapitalmärkte, die ja völlig ungezügelt wüteten, bis 2008 dann die große Bankenkrise kam. Da gibt es Ideen einer Finanztransaktionssteuer, die eben von der KAB mit unterstützt wird. Hier haben wir uns natürlich mit Geldanlagen beschäftigt, mit den großen Kapitalmärkten, was man als Einzelner tun kann, was man als Gruppe tun kann und was man als Zivilgesellschaft letztendlich machen kann. Und ja, wie gesagt, also das waren so die ersten Geschichten, die wir in Freising gemacht haben. Später kam dann diese Freihandelsthematik mit dazu, also Freihandelsabkommen mit den USA, TTIP, das in Hinterzimmern oder ziemlich intransparent verhandelt wurde, wo die CSU auch wieder andere Positionen vertrat als der katholische Verein, für den ich hauptberuflich eben unterwegs bin. Wenn ich das jetzt doch so richtig in Erinnerung habe, gab es doch anfangs dafür also durchaus auch Applaus von den Medien und ja, also sind die Veranstaltungen eigentlich eher gelobt worden. Durchaus, also die Medien haben sich natürlich auch, letztendlich haben natürlich interessante Berichte darüber gemacht, weil es ja nicht alltäglich ist, dass ein katholischer Verband in Bayern so politisch ist. Und ja, wie gesagt, also durchaus positive Resonanz der Lokalpresse, auch überregional teilweise dann Erwähnung gefunden. Man ist relativ schnell dann eben auch, hat sich relativ schnell einen Namen gemacht. Also ich bin dann eben auch von Campact mit dazu eingeladen worden, die G7-Demo in München mit zu organisieren, weil es natürlich wichtig ist, dass man auch einen katholischen Verband, also das konservative Lager, das vermeintlich konservative Lager, da ein bisschen mit reinbekommt, weil es einfach ganz was anderes ist, wenn die KAB Politik macht, also wenn eben Attac oder Campact Politik macht. Und deshalb sind Sie jetzt letztlich gefeuert worden oder gab es da konkrete Anlässe? Ja, der konkrete Anlass war letztendlich dann die Kritik, die aus dem Lager der SPD kam und aus dem Lager der Grünen. Also interessanterweise waren das ja über lange Zeit die Kooperationspartner, mit denen man zusammengearbeitet hat. Und plötzlich hat eben eine Gruppe aus Freising, aus Freisinger Kreisräten, also der Peter Walimand an der Spitze und die Frau Frommelt-Buhl, also so Lokalgrüßen der SPD, haben plötzlich entdeckt, dass das, was ich mache, ja völlig antidemokratisch sei, dass hier rechte Umtriebe am Start seien. Was war der Auslöser? Der Auslöser war eine Einladung an den Daniele Ganser, Schweizer Friedensforscher,
Buchautor, ja, spannender Referent und Vortragender, zieht viele Leute an mit seinen Theorien, die nicht unbedingt dem Mainstream entsprechen, wo ich aber sagen muss, also so viel Falsches oder überhaupt was Falsches oder schlecht Recherchiertes habe ich jetzt bei dem Daniele Ganser nicht gesehen. Und ja, und letztendlich haben wir dann mal versucht, nachdem das eben immer wieder zu Druck kam, der von der CSU in die KAB reingetragen wurde, also mit Androhungen von Unterschriftensammlungen bei Kirchgängern, dass der Forster seinen Job verlieren soll. Also das war die Ebene, die CSU hier angewendet hat. War es dann eben so, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt müssen wir mal die CSU oder die Konservativen dann vielleicht wieder näher an die KAB heranführen. Zu einer Veranstaltung mit dem Peter Gauweiler, also ehemaliger Vizeparteichef und Bundestagsabgeordneter der CSU, und mit dem Willy Wimmer, ehemaliger Staatssekretär im Verteidigungsministerium unter Helmut Kohl, mittlerweile scharfer Merkel-Kritiker und überhaupt Kritiker der Rüstungspolitik und natürlich auch Kritiker der Freihandelspolitik. Also beide sind eben dann zu einer gemeinsamen Veranstaltung gekommen. Moderator dieser Veranstaltung war der Mitbegründer von KenFM, Ken Jebsen, und der ist in den Augen der SPD, also der Freisinger SPD oder vielmehr diesen wenigen Köpfen der Freisinger SPD, angeblich Antisemit, Verschwörungstheoretiker, Antidemokrat und alles Mögliche. Und man hat hier letztendlich dann mit Quellen gearbeitet, die Antifa-Gruppe aus, oder ob es eine Gruppe ist, ist gar nicht bekannt, also letztendlich von einer anonymen Seite auf Facebook wurden eben hier Aussagen von einem Ken Jebsen, von einem Daniele Ganser, von anderen, die eben im Umfeld dieser beiden unterwegs sind, aus einem Zusammenhang gerissen und eben hier ein Bild gezeichnet, das dem CSU-lastigen KAB-Diözesanverstand natürlich dann ganz gelegen kam. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Ganser gilt zwar ein bisschen als Verschwörungstheoretiker, aber war das nicht auch der Mann, der solche Aktionen wie Stay Behind Armeen und vor allen Dingen die Aktion Gladio und so weiter aufgedeckt wird und witzigerweise auch deshalb in Wikipedia erwähnt wird? Ja, also der Daniele Ganser war ja viele, viele Jahre Liebling der Mainstream-Medien, also auch hier gibt es zahlreiche Beiträge auf Dreisat, auf dem Deutschlandfunk oder anderen sogenannten klassischen Mainstream-Medien. Also von dem her, hier ist alles im Butter gewesen, könnte man sagen, bis er eben dann angefangen hat zu 9/11 zu forschen. Und hier letztendlich aber auch nicht wirklich irgendwelche Verschwörungstheorien verbreitet, sondern einfach Fragen aus seiner Sicht offen sind, die es noch zu klären gibt. Dinge, die eben nicht behandelt worden sind oder zumindest nicht in offiziellen Reports zu lesen sind. Also hier verlangt er Aufklärung. Und seitdem er das tut, ist er eben nicht mehr Liebling der Medien, sondern er ist Liebling der sogenannten alternativen Berichterstatter. Also ist regelmäßig auf diesen Plattformen, die der SPD nicht gefallen, als Redner aktiv, beziehungsweise als Interviewgast aktiv. Und wie gesagt, also das, was er zu den NATO Stay Behind Armeen geforscht und letztendlich auch niedergeschrieben hat, hält auch jeder wissenschaftlichen Überprüfung stand. Also das ist einfach Stand der Geschichtsschreibung, die er hier als Historiker letztendlich minutiös nachgezeichnet hat. Seine Bücher, wenn man die liest, also dann auch hier findet man keine Thesen, sondern Fakten oder eben
nicht recherchierte Sachen, die neue Fragen aufwerfen. Und wenn ein Wissenschaftler keine Fragen mehr in den Raum stellen darf, wenn Wissenschaftler zu keinen Fragen mehr auf Antwortsuche gehen darf, dann ist natürlich auch um die Wissenschaft nicht besonders gut bestellt. Dem Herrn Ganser und ich glaube auch zum Teil Ihnen wird ja auch zum Vorwurf gemacht, dass Sie zu russlandfreundlich wären. Ja gut, also ich sehe mich jetzt nicht als russlandfreundlich oder amerikafeindlich. Also ich versuche Dinge zu bewerten, aus unterschiedlichen Blickwinkeln mir Sachen anzusehen und stelle fest, dass immer wenn man eben hier zu kritisch nachfragt, also diese G7-Demo damals in München war ja ursprünglich als G8 geplant und dann als G7 umgesetzt, weil die Krim-Annexion Russlands eben der Ausschlussgrund dann war und der Krieg in der Ostukraine, wo pro-russische Separatisten eben hier in einem Bürgerkrieg mit Ukrainern sich befanden. Die drei Schlagworte oder den Slogan, den man für diese G7-Demo dann kreiert hat, der hieß Klima retten, Armut bekämpfen, TTIP stoppen. Und mein Vorschlag in diesem Gremium war dann Frieden sichern, weil es einfach fast nur aus meiner Sicht zu diesem Zeitpunkt wichtiger war, dass man eben keine weitere Eskalation fährt, dass man versucht, deeskalierend friedenspolitisch aufeinander zuzugehen. Das wurde von Campact und von den anderen Mitträgern zurückgewiesen. Also Frieden sichern war für dieses linke Lager jetzt nicht unbedingt im Fokus der G7-Mobilisierung. Und ja, so geht es immer weiter. Also man hat ja viele Beiträge im Öffentlich-Rechtlichen immer wieder mal gesehen, die eben auch das dann teilweise kritisch hinterfragen. Es hat mal ja ganz interessante Sendung der Anstalt gegeben, die eben auch hier ähnlich argumentierten wie Interviewpartner von KenFM oder Nuuviso, um nur zwei von diesen alternativen Medien zu nennen. Und denen wurde dann auch relativ schnell vorgeworfen, dass sie hier anti-amerikanisch agieren und dass letztendlich das Sprachrohr der alternativen Medien jetzt sei, also die Anstalt. Also von dem her, wie gesagt, also wenn man hier eine neutrale Position einzunehmen versucht, dann wird man gleich in die Ecke des Putin-Verstehers oder in irgendwelche Ecken gestellt. Wenn man Beiträge von Russia Today sich dann ansieht und auch auf Facebook teilt, kommen plötzlich zahlreiche persönliche Nachrichten, wo sich dann Menschen vorwiegend aus dem grün-linken Spektrum dann aus der Freundschaftsliste verabschieden, weil sie eben der Meinung sind, dass das, was sie an Wissen über die geopolitischen Strategien im Hintergrund haben, dass das der Weisheit letzter Schluss ist und dann kann man mit mir nicht mehr ernsthaft sprechen. Aber es gibt ja durchaus auch viel an Russland zu kritisieren. Also ich sage mal, die Krim-Annexion ist umstritten, Putins autoritärer Stil. Ich sage erstmal, also auch Minderheitenrechte von Homosexuellen sind vielleicht in Russland doch nicht so ganz das Wahre. Stellt man sich da nicht, also wenn man sich auf die Seite Russland stellt, nicht doch ein bisschen auf die falsche Seite? Also ich kenne natürlich die Situation in Russland nicht wirklich. Also ich war noch nie in Russland. Ich kann Medienberichte entsprechend werten oder bewerten. Man kann natürlich auch in andere Länder schauen, wie das eben mit der Integration von Schwarzen zum Beispiel in Amerika ausschaut. Von dem her steht es mir jetzt nicht an, die innerpolitische Situation in Russland zu bewerten. Also letztendlich geht es mir darum, dass man versucht, möglichst auf einer vernünftigen Ebene mit einem unserer wichtigsten Wirtschaftspartnern, also sprich mit Russland, ein gutes Auskommen zu haben. Und natürlich gibt es viel zu kritisieren
gibt auch bei uns in Deutschland einiges zu kritisieren, das ich auch wirklich beurteilen kann. Also was China oder Russland oder eben auch die Politik des Bolsonaro in Brasilien betrifft, also das kennt man aus den Medien. Da kann man sich aus unterschiedlichen Quellen informieren und vermeintlich einen dementsprechend objektiven Blick auf die Situation bekommen oder eben auch nicht bekommen. Außer bei der KAB waren Sie ja auch bei der ÖDP mit dabei, waren da glaube ich sogar sehr, sehr erfolgreich, aber auch das nahm wohl ein Ende. Wie ich gehört habe, haben Sie schon wieder die falschen Leute eingeladen. Ja gut, also die ÖDP lässt sich meines Erachtens sehr leiten von der Außendarstellung in den Medien über mich, beziehungsweise das, was eben auch aus dem vermeintlich politisch befreundeten Lager der ÖDP, also aus der befreundeten Parteienlandschaft der ÖDP kommt. Also sprich, SPD, Grüne haben hier weiter immer wieder Informationen an die ÖDP geliefert, was ihnen nicht passt und wo letztendlich die ÖDP in Erding sich hätte dementsprechend von mir abgrenzen sollen, beziehungsweise halt auf mich einwirken, dass ich solche Sachen nicht mehr verbreite, nicht mehr teile. Interessanterweise sind die genannten Quellen, also KenFM-Interviews oder eben auch Beiträge von Daniele Ganser in der Ökologie und Politik erschienen. Der Daniele Ganser war mehrfach auf Einladung der ÖDP in Bayern unterwegs, also in mehreren Städten sogar. Der Rainer Mausfeld, auch ein kritischer Zeitgeist, nicht kritischer Zeitgeist, ein kritischer Zeitgenosse, auch von der Münchner ÖDP eingeladen. Also das, was bei mir alles hier in Erding, wofür ich mich hier in Erding rechtfertigen hätte müssen oder musste, hat woanders stattgefunden. Das Ganze wurde dann auch wieder zum großen medialen Problem. Im letzten Sommer, da kandidierte ich ja für die ÖDP als Bezirkstagskandidat zur Wahlkampfauftaktveranstaltung im Landkreis Erding. Habe ich parallel eine KAB-Veranstaltung gehabt und nachdem die Termindopplung auffiel, habe ich dementsprechend auch der ÖDP Bescheid gegeben. Sage ich, Leute, ich habe hier eine KAB-Veranstaltung, aber wir kriegen das zeitlich hin. Also es ist es waren unterschiedliche Startzeiten von den Veranstaltungen. Der Plan war dann, ich stelle mich eben bei der ÖDP kurz als Kandidat vor und fahre dann weiter zu der Veranstaltung im wenige Kilometer entfernten Dorfen. Hat dann nicht ganz funktioniert, weil die Medien einen Skandal daraus machten, dass eben hier der Forster wieder einen Verschwörungstheoretiker eingeladen hat. Der Verschwörungstheoretiker war Professor an der Uni Tübingen, war bis Anfang oder Mitte des Jahres CSU-Mitglied und wechselte am 1.8. zur Alternative für Deutschland. Die Veranstaltung war am 9.8., also war genau 9 Tage AfD-Mitglied, der Herr Rotfuß. Und natürlich haben die linken Experten, die anscheinend sonst nichts anderes zu tun haben, das sofort wieder recherchiert, dass dieser Herr Rotfuß jetzt bei der AfD ist. Die AfD in Erding hat das natürlich dann gleich auch sich auf ihre Fahnen geschrieben, dass ihr Mann, ihr Mitglied bei der KAB letztendlich referiert, und für die Medien war das natürlich eine große Story. Die musste man dann eben wieder rauf und runter erzählen und schreiben, und so ist es dann der Druck ist dann eben so groß geworden, dass ich natürlich jetzt gleich zu Beginn in Dorfen bei der KAB-Veranstaltung dabei sein musste und man eben hier auf die Kandidatenvorstellung meinerseits dann eben verzichtet haben oder hat. Und haben wir uns in der Folge nochmal dieser
ja, dieser Kritik der Medien und meiner Facebook-Beiträge in einer Fraktionssitzung gewidmet. Also wir haben uns das nochmal angeschaut. Es gab nichts zu beanstanden, es gab keine Beiträge, die eben nicht in, ja, in einen, ja, also die jetzt halt gegen die ÖDP argumentieren würden oder eben nicht auch durch ähnliche Positionen durchaus auch von der ÖDP oder im Widerspruch zum Parteiprogramm der ÖDP stehen würden. Also von dem her Konflikt eigentlich beigelegt und bis zum Dezember. Im Dezember war Kreistagssitzung, da habe ich eben, also Kreisausschusssitzung, habe ich dann letztendlich im Anschluss an die Kreisausschusssitzung der ÖDP berichtet, beziehungsweise dem Kreisvorsitzenden berichtet, was Thema war und wie ich mich in den Abstimmungen auch verhalten habe. Und dann hat mir der Kreisvorsitzende informiert, dass ja nächste Woche am Montag dieses Bündnistreffen Rettet die Bienen stattfinden soll. Und die Grünen, also in Person Helga Stiegelmeier, eben hier den Standpunkt vertreten, wenn ich dabei bin bei diesem Bündnis Rettet die Bienen, dann würden die Grünen aufstehen und gehen. Und wenn die Grünen aufstehen und gehen, dann steht auch wahrscheinlich die SPD auf und geht. Und wenn die SPD aufsteht und die Grünen gehen, dann ist es ja Personalunion mit dem Bund Naturschutz. Also der würde dann auch gehen. Folglich wäre von dem Bündnis Rettet die Bienen in Erding dann nicht mehr recht viel übrig. Und ich soll doch bitte an dem Montag zu Hause bleiben. Ich habe mir das dann übers Wochenende überlegt und habe mir gedacht, also das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um einfach mal ein paar Missverständnisse auszuräumen. Hab dann nochmal den Kreisvorsitzenden schriftlich informiert, sage ich, lieber Stefan Treffler, also ich werde kommen und dann können wir das ja mal klären. Und wenn wir das klären und die wollen trotzdem aufstehen und gehen, dann gibt es in Erding kein Rettet die Bienenbündnis mit den Grünen. Es wird das Volksbegehren nicht davon abhängig sein, dass in Erding die Grünen dabei sind oder nicht. Er hat dann wieder zurückgeschrieben, dass er das nicht gut findet und ja, im Laufe des Montags habe ich mir dann gedacht, vielleicht ist es doch besser, ich bleibe zu Hause. Und wer schreibt mich im Laufe des Montags an? Der Kreisvorsitzende der AfD, der Wolfgang Kellermann, und meint, ob er denn heute Abend zu dieser Veranstaltung kommen könnte und auch bei den Bienenrettern mitmachen könnte oder dürfte. Dann habe ich eben zurückgeschrieben über Messenger, lieber Wolfgang, das wird wohl eher unerwünscht sein, dass du da mitmachst. Es ist ja schon nicht gewünscht, dass ich dabei bin. Wir haben uns zwar nachher auf eine Kreisverbandssitzung noch verständigt bei der ÖDP, aber zu dieser Runde, wo eben die anderen mit dabei sind, soll ich nicht erscheinen. Dann hat er gemeint, also er würde gerne hingehen. Da sage ich, kannst du machen, steht dir frei. Schriftwechsel ging dann noch ein bisschen hin und her. Und wir haben uns dann gedacht, okay, dann trinken wir heute miteinander Bier, während die anderen hinten im Nebenraum da ihr Bündnis zum Bienenretten schmieden. Und wir haben eben dann an der Theke mit anderen Gästen uns dann nett unterhalten, haben mehrere und nicht nur ein Bier getrunken. Es war dann eben nicht wie geplant um 21 Uhr Schluss mit dieser Sitzung. Es gab dann keine ÖDP-Vorstandssitzung mehr oder Kreisverbandssitzung mehr. Ich habe keinen Anruf bekommen. Die Leute sind irgendwann dann um 11 Uhr auseinandergegangen. Keiner hat uns von den Gästen gesehen. Nur der Kreisvorsitzende, der eben nicht hinten abkassiert wurde, sondern eben hier den Raum noch fertig abgebaut hat, der ist eben dann kurz nach 23 Uhr an der Theke erschienen, hat eben hier seine Getränke bezahlt und sieht, dass ich mit dem Kreisvorsitzenden der AfD mir hier einen schönen Abend mache. Ohne viel Worte hat er gemeint, wir sprechen uns dann noch, und ist er gegangen. Und und ich habe dann vom Landrat, also von Martin Beiersdorfer, CSU, einen Anruf bekommen. Und er meinte, was denn bei der ÖDP los sei. Dann sage ich, ja, ich weiß es nicht. Dann sagt er, ja, die wollen sie aus der Fraktion raus drängen, beziehungsweise sie haben mir ein Schreiben geschickt, dass ich nicht mehr Mitglied der Fraktion bin.
Ich sage, ja, das kann ich jetzt nichts dazu sagen, weil ich es ehrlich gesagt noch nicht gelesen habe oder nicht gehört habe, dass das so sein soll. Ich habe dann meine Mails geprüft und habe dann gesehen, dass ich tatsächlich eine Mail bekommen habe, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt eben noch nicht gelesen hatte. Ja, von Seiten des Landratsamts wurde mir dann mitgeteilt, dass die ÖDP mich nicht aus der Fraktion einfach so ausschließen kann. Also da braucht es auch letztendlich einen demokratischen Prozess, beziehungsweise ich müsste gehört werden, es müsste eine Sitzung geben, wo das dann ein Thema ist, es müsste ein Protokoll verfasst werden, und selbst wenn es eine Mehrheit in der Fraktion gibt, was ja nicht unwahrscheinlich ist, letztendlich bilde ich mit den Eheleuten Trefflers, oder habe ich mit den Eheleuten Trefflers diese Fraktion gebildet gehabt. Also wenn die zwar sich einig sind, dann ist es relativ schnell vorbei, aber selbst dann könnte ich eben nochmal die Verwaltungsgerichte bemühen und gegen diesen Ausschluss, wenn er denn nicht ordentlich begründet ist, wieder Einspruch einlegen. Also dieses Prozedere, das hätte man bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode durchaus spielen können. Die ÖDP hat sich dann dafür entschieden, dass sie das Ausschlussverfahren nicht weiter verfolgen will. Die Medien haben das natürlich wieder umgedeutet, also die haben das dann so umgedeutet, nachdem ich meinen Austritt aus der Partei erklärt habe, ist der Florian Tempel von der Süddeutschen Zeitung zu der Meinung oder zu der Überzeugung oder zu seiner Wahrheit gekommen, dass der Herr Forster, weil er jetzt halt eben aus der Partei ausgetreten ist, gnädigerweise Mitglied der Fraktion bleiben darf. Also alles ziemlich crazy, wie man es so von Dritten dann lesen kann und selber eigentlich das ganz anders wahrnimmt. Ja, wie gesagt, es ist dann eben so gekommen, dass ich aus der Partei ausgetreten bin und jetzt als Parteiloser weiterhin mit den beiden Trefflers eine Gemeinschaft bilde. Also es hat sich im Kreistag jetzt nichts großartig verschoben. Die Ausschusssitze, die ich inne hatte oder als ÖDPler, die kann ich jetzt weiter nutzen. In manchen Punkten findet sogar auch wieder Absprache mit der ÖDP statt, wie man abstimmt. Also teilweise vertrete ich dann auch die Anträge, die von Seiten der ÖDP oder der beiden ÖDPler gekommen ist. Also von dem her eine ziemliche Normalität, und von dem Erdbeben, von dem politischen Erdbeben, das der Erdinger Anzeiger da kurz vor Weihnachten dann in großen Überschriften ausgemacht hat, ist nicht wirklich so viel Erdbeben dann tatsächlich entstanden, oder es war auch nicht wirklich so dramatisch. Und der Hauptvorwurf, warum du aus der Fraktionsgemeinschaft ausgeschlossen werden solltest, war, weil du mit der AfD geredet hast oder die vorherigen, sage ich jetzt mal, verschwörungstheoretischen Veranstaltungen? Der Hauptgrund war letztendlich der öffentliche Druck. Immer wieder sind Leute an die Trefflers herangetreten, die sich heute halt, darüber aufgeregt haben, was der Forster hier postet und auf Facebook teilt und wie er kommentiert. Also es wird einem ja dann auch das Wort im Mund umgedreht, beziehungsweise nachdem letztendlich die Presse davon erfahren hat, dass dieser Ausschluss stattfinden soll, hat man halt dann auch nochmal akribisch meine Facebook-Chronik durchsucht, hat dann auch gefunden, dass ich eben dem Herrn Kellermann, also sprich dem AfD-Kreisvorsitzenden, in einigen Punkten sehr recht gebe. Also dass ich durchaus Verständnis dafür habe, dass er den ein oder anderen Redakteur nicht auf seinen Veranstaltungen sehen möchte. Er hat da letztendlich witzigerweise einem SZ-Redakteur Hausverbot erteilt. Dem Erdinger Anzeiger in Person von Hans Moritz fiel dann nichts anderes ein, als gleich mal in blinder Solidarität zu schreiben, dass er künftig eben auch nicht mehr von AfD-Veranstaltungen berichten wird und auch keine Leute mehr dahin entsenden wird. Und und ich habe mich halt dann erdreistet, dass ich die Frage aufwerfe, welche Gründe sprechen denn dafür, dass der Herr Kellermann diesen SZ-Redakteur auslädt.
kann eine Partei, die ja zur politischen Meinungsbildung einen Beitrag leistet, Leute einfach ausschließen, aus, oder Medienvertreter einfach ausschließen? Was sagt das Parteienrecht dazu? Diese Fragen habe ich mir dann erlaubt, in einem Schreiben an den Erdinger Anzeiger auch zu stellen. Letztendlich habe ich weder Antwort noch eine Veröffentlichung des als Leserbriefs ausgewiesenen Beitrags oder Schreibens erhalten. Also letztendlich will man nicht diese Fragen stellen oder nicht diese Fragen beantworten, sondern man will ganz einfach ein Bild der AfD anscheinend zeichnen, dass die AfD als antidemokratische, die Pressefreiheit einschränkende Partei darstellt. Also soweit ich das jetzt verfolgt habe, beziehungsweise wie ich es ja auch aus der Presse verfolgt habe, Ihnen wird schon eine gewisse Nähe zu AfD-Positionen, nicht nur was jetzt diese Pressegeschichte anbelangt, nachgesagt. Wie stehen es denn dazu? Vielleicht nochmal einen kurzen Schwenk zurück. Also das muss ich jetzt einfach nur anbringen. Also dieser Artikel über die blinde Solidarität mit dem SZ-Redakteur von Seiten der Merkur-Redaktion, die wurde um 0.07 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Facebook-Seite des Erdinger Dorfner Anzeigers veröffentlicht. Um 0.11 Uhr meldet sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Bayerische Journalistinnen- und Journalistenverband zu Wort und gratuliert dem Erdinger Dorfner Anzeiger für die Haltung, die sie gezeigt haben, weil das so ja überhaupt nicht gehen würde. Also hier eine zeitliche Überschneidung oder zeitliche Abfolge, die ich doch für sehr bemerkenswert halte, wenn man weiß, wie schnell das Verbände sonst in der Regel reagieren und dann am Wochenende in einer Nacht- und Nebelaktion bzw. um Mitternacht bewertet man dann eben gleich auch noch den Beitrag des Erdinger Dorfner Anzeigers. Also das ist schon ziemliche Stimmungsmache, die hier meines Erachtens von den Medien betrieben wird. Und und wenn man jetzt die Positionen der AfD anschaut, also was die geopolitischen Überlegungen in der AfD vertreten vom Rainer Rotfuß eben anbelangen, muss ich sagen, also das sind genau auch meine Positionen. Da kann man ganz einfach zu keinem anderen Ergebnis kommen, wenn man eben die Quellen insgesamt abgleicht und dementsprechend dann sich eben ja, eine Meinung bildet und wenn diese Meinung dann von anderen Parteien nicht abgebildet wird und von einem Rainer Rotfuß vehement innerhalb der AfD vertreten werden kann, dann finde ich das positiv. Was ich insgesamt am Kreisverband Erding positiv finde, auch wenn man hier mit einer Minderheitenmeinung in Veranstaltungen dann Fragen stellt und sich an der Diskussion beteiligt. Also man wird nicht wie bei anderen Parteiveranstaltungen von anderen politischen Parteien schon fast geächtet, also nicht mehr drangenommen. Die Helga Stiegelmeier hat bei der letzten Veranstaltung mit der Katharina Schulze, die Frau Schulze, abgeschirmt vor mir. Also hat der Frau Schulze mehr oder weniger den Rücken freigehalten. Wenn ich bei der CSU-Veranstaltung zurückdenke mit dem Herrn Fahren schon, also der ehemalige Finanzminister, spätere Sparkassenpräsident, der nicht mal selber seine Steuererklärung rechtzeitig abgeben kann, erzählt hier über seine Sicht, im Endeffekt ist es ja nur eine Sicht auf die Euro- und Finanzkrise. Und wenn man dann eine Frage stellt, dann wird man hingestellt, als sei man ein Idiot, dass man ja nicht mehr bereit ist, noch weitere Fragen zu stellen, sondern sagt, also wenn das so ist, dann geht man lieber, weil man wird an dem heutigen Abend hier ja sowieso keinen Stich mehr machen. Weil die Art und Weise, wie eben hier auf Nachfragen eingegangen wird, die ist einfach unter aller Kanone. Und letztendlich muss ich sagen, das ist halt bei der AfD ganz anders, als es medial dargestellt wird. Also hier wird man gehört, hier finden innerparteiliche Auseinandersetzungen um Positionen statt.
Das erlebe ich bei vielen anderen Parteien so nicht. Und das kann man natürlich auch negativ sehen, also wenn eben hier sogenannte Flügelkämpfe innerhalb der Partei AfD stattfinden, dann ist das natürlich wieder eine große Geschichte für die Presse. Für mich ist es ein Zeichen von Demokratie, wenn man um Positionen ringt und wenn man eben auch Positionen vertreten kann. Also das, was die CDU-CSU ja die letzten Jahre war, das war ja letztendlich ein alternativloser Kanzlerinnenwahlverein. Also anders kann man das ja gar nicht sagen. Und hier bin ich ein Freund von Debatten und die kann ich bei der AfD führen. Und wie gesagt, mit anderen Parteien kann man die nicht so leicht führen. Okay, ich war nämlich erstmal etwas verwundert, weil wie gesagt, Sie kommen ja eher so aus dem Bereich Geld unter Kontrolle bringen, den Bankensektor besser überwachen, während es ja bei der AfD zumindest auf einem Flügel auch Leute gibt, die eher für einen, ich sag erstmal, Freihandelsabkommen sind, die ja geradezu libertäre Ansätze haben. Ich denke da an die gute Alice Weidel, die da eher auf Deregulierung setzt. Damit kommen Sie dann gut zurecht. Ja, natürlich, der von anderen Menschen andere Meinungen haben. Also von dem her, ich habe letztes Mal das Wirtschaftsmodell von dem Hans-Jörg Müller mir angehört. Der ist Abgeordneter im Bundestag, kommt aus dem Stimmkreis Traunstein. War ganz überrascht, welche Position er vertritt. Er identifiziert letztendlich auch, ähnlich wie ich, wo die Schwachstellen im Geldsystem sind. Er sieht, ähnlich wie ich, dass immer weniger Menschen immer mehr Kapital anhäufen und letztendlich letztendlich klassische KAB-Position. Die Armen werden zahlreicher und die Reichen werden reicher. Also solche Geschichten kommen dann von einem Hans-Jörg Müller. Natürlich kenne ich auch die Position eines Peter Böhringer. Natürlich kenne ich auch die Ansichten einer Alice Weidel, wobei, wenn man sich ihren Beitrag bei der Haushaltsdebatte im Bundestag angehört hat, dann muss man sagen, also von den 7 Minuten, die sie da geredet hat, hat sie 6 Minuten im Endeffekt ähnlich gut die Situation analysiert wie die Sarah Wagenknecht. Sie ist dann für ihre Aussagen zum Schluss vom Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der auch jede Menge Dreck am Stecken hat mit seiner Parteispendenaffäre, wo er nicht mehr gewusst hat, von wem er welchen Koffer wann bekommen hat und wo der Inhalt dieses Koffers hingekommen ist. Also von dem her, Leute, die dafür verantwortlich sind, dass eben hier dieses Europa sich weiter spaltet mit dem Euro, der eben hier lange Zeit oder immer noch als mit riesigen Konstruktionsfehlern an den Start gegangen ist. Wenn man nichts dafür tut, dass sich letztendlich dass man diese Fehler, die bei der Einführung begangen wurden, dass man dann andere Leute zur Ordnung ruft, also das finde ich mit unterschiedlichem Maß gemessen. Momentan sitzen Sie ja, ich will jetzt nicht sagen noch, für die ÖDP im Kreisrat. Wie sieht es jetzt bei Ihnen mit der kommunalpolitischen Karriere in der Zukunft aus, dem nächsten Jahr in Bayern Wahlen? Ja, richtig. Nächstes Jahr, 2020 im März, sind Kommunalwahlen. Also sprich, auch der Kreistag wird neu gewählt. Momentaner Stand ist der, also für die ÖDP werde ich nicht mehr kandidieren, klar. Also das Tischtuch ist zerschnitten. Andere Parteien scheiden aus unterschiedlichsten Gründen aus. Also die CSU kann sich einen Querdenker wie den Rainer Forster einfach nicht leisten. Grüne SPD, Freie Wähler, also unheilvolle Allianz mittlerweile im Landkreis Erding. Also die machen gemeinsame Sache, nur um eben den amtierenden Landrat aus dem Amt zu drängen. Also das kann ich nicht unterstützen. Weil der Landkreis Erding steht super da, das ist ein Verdienst des derzeitigen Landrats, das muss man ganz einfach sagen. Die Argumente oder die Thesen, die jetzt durch den Blätterwald gesetzt werden von Rot, Grün, Freien Wählern,
Also das ist teilweise wirklich unterste Gürtellinie. Also man würde ihm unterstellen, dass er frauenfeindlich ist. Man unterstellt ihm, dass er letztendlich auch undemokratisch den Landkreis führt, dass er Klima der Angst herrscht. Also ich konnte das alles nicht feststellen. Und ich habe meinerseits im Februar eine Veranstaltungsreihe geplant mit Hans-Georg Maaßen, mit Werner Patzelt und mit Wolfram Schubert. Also drei interessante Persönlichkeiten, die auch eher dem wertkonservativen Lager zuzuordnen sind. Ziel war eigentlich, als Bürgerkandidat für das Amt des Landrats zu kandidieren. Das ist mir dann relativ stark zerschossen worden. Also nachdem letztendlich das auch so in der Presse letztendlich veröffentlicht wurde, dass ein Ziel ist von mir, dass ich 400 Unterschriften bekomme, um als Bürgerkandidat anzutreten, hat die CSU natürlich versucht, die Veranstaltungen mit den CDU-Mitgliedern Patzelt und Maaßen zu verhindern. Was beim Hans-Georg Maaßen ja auch erfolgreich war. Er hat dann wirklich seine Zusage zurückgezogen und ist nicht gekommen. Der Werner Patzelt hat seinen Vortrag gehalten. Und ja, letztendlich hier auch wieder, man hat dann so viel Angst, dass man Veranstaltungen versucht zu verhindern, beziehungsweise auf Referenten einzuwirken. Eigentlich kann man seit Januar diesen Jahres schon Aufstellungsversammlungen durchführen, also Kandidatenlisten aufstellen, als Einzelkandidat kandidieren. Dazu braucht es allerdings Formulare. Diese Formulare habe ich am 19. Juli, also lange nach den geplanten und durchgeführten Veranstaltungen, erhalten. Das Ziel damals war, dass man es verknüpft, eben A mit den Veranstaltungen, B mit der Europawahl. Manche holen sich ihre Wahlunterlagen eben in der Gemeinde ab und hätten dann gleich unterschreiben können, hat nicht funktioniert. Dann Plan B, wenn der Volksentscheid rettet die Bienen letztendlich zur Abstimmung steht, dann gehen auch nochmal vielleicht viele ins Rathaus und könnten für mich unterschreiben. Auch das hat letztendlich dann die CSU kassiert, weil das im Bayerischen Landtag dann so übernommen wurde, was die ÖDP da aus dem Hut gezaubert hat an Volksbegehren. Also diese zwei Optionen sind mir weggebrochen, aus unterschiedlichen Gründen. Und ja, jetzt habe ich das Angebot der AfD, dass sie mich auch als Parteifreien auf ihrer Liste kandidieren lassen. Und ja, das Angebot werde ich wahrnehmen, weil diese Unterschriftensammlungen, also 400 Leute in die Gemeinde zu bekommen, daran scheitern viele Kleinstparteien, also die Linken. Und bei der Linken gibt es ja doch Menschen, die viel, viel Zeit haben. Bei denen ist es eben letztes Mal nicht geglückt, dass sie für den Kreistag eine Liste aufgestellt bekommen haben. Und sie werden es auch das Mal nicht schaffen. Und andere Kleinstparteien, die im Landkreis Erding nur unterwegs sind, wir die Partei, die werden auch nicht mal den Versuch machen, das zu schaffen. Und wenn du dann ganz allein als Einzelkämpfer versuchst, 400 Leute reinzubekommen, um dann nur als Landrat zu kandidieren, dann ist es mit viel Zeit und vermutlich auch mit viel Geld verbunden, das zu schaffen. Und da ist man dann der Weg über die AfD-Liste, einfach nur mal für den Kreisrat zu kandidieren, dann der sympathischere, der einfachere. Und wie gesagt, die Zusage von Wolfgang Kellermann, dass eben hier auch die Unterstützung der AfD, die schon abgefragt wurde, ob denn das auch innerhalb der Partei okay ist. Also nachdem ich die Zusage habe, werde ich das auch tun. Die Option, als Landratskandidat ins Rennen zu gehen für die AfD, also das muss letztendlich dann die AfD entscheiden, ob sie so mutig ist. Also ich hätte jetzt damit kein Problem.